Fun stuff. So, good morning. Nun, guten Morgen. Thank you everybody for showing up und danke alle, dass ihr so früh da seid. So, nun, the tabloid title of this talk is der Titel the rise and fall of internet voting in Norway. Ist die Pros und Cons von Internetwahlen in Norwegen. Ich werde die Geschichte von, was wir versucht haben, ist, Internetwahlen richtig zu machen. Alex Holmans great talk on Sunday. Wer hat diese Voting in Estonien Vortrag gefolgt am Sonntag? Ihr wisst alles über Internetwahlen jetzt. Nun, es gibt zwei verschiedene Sorten von Wahlsystemen. Es gibt die Art, die benutzt, zu sagen, ja, was ist das Beste zwischen Cola und Pepsi und, oder der andere, wer sollte regieren? For the second und kind für diese of zweite Art von Voting-Systemen, es geht um vieles. Und es ist eine fundamentale demokratische Zeremonie. Und es ist sehr wichtig, dass wir das richtig hinbekommen, dass wir sicherstellen, dass diese demokratische Verfahren fair und korrekt läuft. Also wir haben drei Teile zu diesem Vortrag. Ich werde sprechen über diese Test von Internetwahl, die wir in 2013 in Norwegen gemacht haben. Dann werde ich der historische Hintergrund für diesen Test und was ist passiert, damit wir diese Test gemacht haben in Norwegen, was ist danach passiert, was war der Hintergrund und dann zu Ende werde ich darüber sprechen, über meine eigene Arbeit, über Krypto-Implementation, was wir benutzt haben für dieses Wahlsystem. There are really three main points. Es gibt drei Hauptpunkte, die wir daraus rausnehmen sollen. Der erste, denke ich, Internetwahlen, es macht Angst. Es ist etwas, ich denke, wir wollen das grundsätzlich nicht. Aber die Norweger haben wirklich versucht, das richtig hinzubekommen. In dem Sinne, dass sie das... Die wollten durchführen, einen richtig offenen Test und die wollten wirklich ehrlich sein über das, was passiert. Der zweite Punkt, diese Art von Event ist nicht nur über Technologie, es ist auch über Politik. Und die Hacker sagen, nee, Internetvoting, wir wollen das nicht. Und trotzdem, es gibt andere Mächte, die da mitspielen und die auch was zu sagen haben in diesem Prozess. Und deswegen, du fragst dich vielleicht, war würde jemand Internetwahlen machen? Und ich denke, dass das Hauptargument, 10 Jahre her, von Snowden, und wir waren vielleicht ein bisschen mehr naiv über die Gefahren online. Ich kenne Banking online, ich kenne meine Steuer online. Warum kann ich nicht wählen? Und daher, manche formale Ziele des Projekts waren zu verbessern und diese Erfahrung besser zu machen für die Leute, die grundsätzlich nicht wählen gehen, wie Studenten. Und am Anfang der Test wollten sie auch die Beteiligung erhöhen. Internetvoting in der Experiment hatte keinen Einfluss. Und zuletzt, von einem reinen technischen, wissenschaftlichen Punkt, es ist eine sehr interessante Challenge, Herausforderung. Wir wollten etwas lernen über... Falls wir versuchen, das zu machen, was sind die eigentlichen Probleme, die eigentlichen technologischen Hürden, die da von Entwicklung her uns aufstoßen, darauf stoßen? Also, ihr fragt sich, wer ist dieser Typ, dieser Tor-Typ? Ich habe meine Doktorarbeit in Kryptographie vor ein paar Jahren gemacht. Ich arbeite mit als IT-Security-Consultant in einer Kompanie in Oslo. Und es ist meine 6. Talk at CCC. Ich habe mit Computer gespielt schon seit immer. Als ich 4 Jahre alt war, habe ich mein erstes Unix-System bekommen. Und ich denke, es ist ein fernes Ding, das ich schon sehr lange mache. Meine eigene Rolle in Beziehung zu Internetwahlen in Norwegen, ich bin nicht Teil vom Voting-Projekt.
Aber ich habe diese Krypto gemacht in 2013, diese Audit. Weil dieses Projekt war so offen, alles, was ich hier sage, ist basiert auf öffentlichen Informationen. Aber manche Sachen sind meine eigene Interpretation, basiert auf den Fakten, dass ich außerhalb vom Projekt war. Also Norwegen. Ich denke, nicht jeder weiß viel über Norwegen. Es ist hier da oben. Es ist ein Nordeuropäer-Land, 5 Millionen Leute, ziemlich klein. Es ist stabil und reiche Demokratie. Das ist eine sehr, sehr große Menge von öffentliches Vertrauen. Die Leute sind sehr vertrauensvoll, sowohl die Nachbarn als auch die Regierung. Und ich denke, in diesem Sinne, Norwegen hat eine gute Voraussetzung für diese Art von Internetwahlexperiment zu machen. Es ist ein sehr kleines Land, es ist ein kleines Experiment, es ist politisch sehr stabil. Also, falls irgendwas richtig schief geht, es wäre möglich, das zurück hinzubekommen in einen stabilen Weg, auf eine stabile Art. Und es war tatsächlich in 2011 eine terroristische Attacke ein paar Wochen vor den Wahlen gegen die Regierung und ein paar Wochen bevor dieses Experiment tatsächlich. Und wir wurden trotzdem fähig, dieses Experiment durchzuführen unter diesen Umständen. Und zuletzt, wir können uns erlauben, das richtig zu machen. Und das sind richtig gute Voraussetzungen für einen Erfolg von diesem Experiment. Falls irgendjemand Internetvoting machen kann, es sollte richtig sein. Also, durch und durch, der Konzept von Internetvoting in Norwegen, das sind keine elektronische Voting-Maschinen, das ist Online-Voting vom Laptop, vom Zuhause. Und als Wähler kannst du einfach dich einloggen und online wählen, so oft wie du möchtest. Und die Internetwahl ist gemacht Before der Wahltag. Und am Wahltag kannst du zu einem Wahlort und du kannst auch physisch wählen. Das System ist so gemacht, dass nur der letzte Wahl, die Wahlzettel zählt. Und das ist ein der am wenigsten Anti-Koertion-System, die es gibt. Weil falls dich jemand zwingt zu wählen, dann kannst du einfach später nochmal wählen und deine richtige Stimme zählt dann. Die zweite Idee, die hier ist, dass wir sehr ausgefeilte Kryptographie benutzen, über die ich was sehr fundamental ist, also man bekommt eine sehr starke Garantie, dass das Ganze korrekt ist und das, was man haben will. Das Ganze ist so gebaut, dass man End-zu-End-Verschlüsselung bekommt. Man muss also kein Vertrauen zwischen den einzelnen Stellen in dem Wahlverfahren haben. Es gibt kryptografische Beweise dafür. Und die Verschlüsselungsschlüssel wurden aufgeteilt und an verschiedene Personen gegeben. Und sie konnten nicht zusammen kooperieren, um auf den eigentlichen Schlüssel zu schließen. Drittens bekommen die Wähler ein Feedback und nur der Wähler kann verifizieren, und das online, ob seine Stimme abgegeben wurde, wie er sie beabsichtigt hatte. Nun, das klingt ziemlich vernünftig, denke ich. Und jetzt kommen wir zu den technischen Details. Für ein Wahlsystem will man eine starke Authentifizierung. Man möchte sicher gehen, dass die verschiedenen Stimmen der Menschen richtig gezählt werden. Das heißt, das Authentifizierungssystem muss sicher sein. Außerdem muss man anonyme Stimmzettel haben. Das heißt, auf der einen Seite, der Stimmzettel darf nicht zu dem Wähler zurückverfolgbar sein.
Drittens möchte man die Wahlergebnisse verifizieren können. So those three diese drei Voraussetzen sind ziemlich widersprüchlich, weil das bedeutet, wenn man eine Aufteilung zwischen verschiedenen Stufen haben muss, und zwar so, dass man sie nicht wieder zusammenführen kann. Und da gibt es noch eine vierte Sicherheitsvoraussetzung, die nicht so direkt geschrieben ist, aber die Verifizierungsbarkeit muss gegeben sein. Es gibt hier einige Schwächen und Begrenzungen gegenüber einer Papierwahl, aber die Bedrohung ist ziemlich gut verstanden. Man kann es mehr oder weniger einem Fünfjährigen erklären, die Papierwahl. Man wirft den Stimmzettel ein und dann wird es geschlossen und dann zählt man die Stimmzettel aus. Man hat Checks and Balances, und so dass man das halt verwirklichen kann. Und man muss verstehen, dass das die Voraussetzungen für eine elektronische Wahl ziemlich schwer sind. Das ist eine der fundamentalen Herausforderungen im elektronischen Wahlen, in den Internetwahlen, dass man das Ganze transparent macht, so transparent wie möglich. Und wir wissen nicht, wie man das macht bisher. Da gibt es also eine vierte Sicherheitsvoraussetzung auf dieser Liste. Man muss Angriffe detektieren können. Eins der Hauptziele der Internetwahlen in Norwegen war, selbst wenn da ein Angriff auf das System ist, dann, selbst wenn es viele Stimmen betrifft, müssen wir es herausfinden können. Wir müssen damit leben, wenn es kleinere Missbräuche des Systems gibt, unter einer bestimmten Schwelle. Das ist vielleicht nicht zu vermeiden. Wir sollten in der Lage sein, große Angriffe herausfinden zu können, um dann die Wahl eventuell in einigen Wochen wiederholen zu können, wenn ein Beweis eines großen Missbrauchs zu finden sind. Schon an diesem Punkt haben wir festgestellt, in einem Internetsystem werden wir nicht in der Lage sein, das 100% sicher zu machen. People werden gehackt werden, es gibt Malware. Aber auf einem bestimmten Level sollte es möglich sein, Angriffe zu entdecken. Und es gibt einige Argumente gegen die Internetwahlen und in elektronische Wahlen im Allgemeinen. Transparenz und Nachweisbarkeit, wo wir gerade drüber gesprochen haben, das ist schwer zu lösen. Das Hauptargument in der öffentlichen Diskussion in Norwegen war darüber, dass man in einem unkontrollierten Umwelt wählt und nicht in einem kontrollierten System wie in einem Wahllokal. Es gab auch in der öffentlichen Diskussion, dass es nicht mehr dieses Zeremonielle zum Wahlgehen gibt. Ich denke, ich weiß nicht, wie weit sich das anwenden lässt. Zumindest für einige, das zur Wahl gehen, ist eine demokratische Zeremonie, die sehr hoch geschätzt wird. Das ist ein valides Argument. Am Anfang, in der ersten Risikoanalyse, wurde Hacking im Allgemeinen gedacht, aber es gibt spezielle Angriffe, die wir betrachten müssen. Es gibt einige Angriffe, die in den letzten Jahren besonders gestiegen sind. Norwegen als Land hat sehr schlechte diplomatische Verbindungen zu China und Russland, und man könnte
glauben, dass jemand versuchen könnte, die Wahl zu beeinflussen. Und das ist eindeutig eine Bedrohung für ein Online-System. Ich habe das kryptografische Protokoll erwähnt, aber ich werde da nicht so ins Detail gehen, weil wir sonst eine Stunde darüber uns unterhalten können. Das ist sicherlich interessant für einen Krypto-Nerd wie mich, aber das könnte etwas zu speziell sein. Das ist ein Standard-Wahlprotokoll. Es verwendet die El-Gamal-Verschlüsselung mit homomorphischen. Also es benutzt die homomorphischen Eigenschaften des El-Gamal-Systems, um die Wahlzettel zu verschlüsseln. Sie verschlüsseln die Wähler, die Wahlabsicht mit El-Gamal und berechnen dann den Elementen an Berechnungen auf dem Ciphertext, um zwischen jedem Schritt in der Prozesskette werden Schnorr-Signaturen mit einem Zero-Knowledge-Basis. Dann werden verschiedene Systeme eingesetzt, um den Wähler von seinem Wahlzettel zu trennen. Wir haben versucht, die Verschlüsselungsschlüssel zu trennen, damit die Einzelnen miteinander arbeiten müssten, um die Verschlüsselung zu brechen. Das ist geschrieben in einigen öffentlichen Papers von Gjørsten. Und ich denke, das ist ein sehr gutes Protokoll. Also kommen wir jetzt zum Wahllauf in 2013 in der Internetwahl. Wir haben das in 12 von 428 Kommunen versucht. Die sind grün auf der Karte markiert. Das kommt etwa auf 250.000 Wähler hinaus, die etwa 70.000 Stimmen abgegeben haben. Die Internetseite sah so aus, also die Startseite. Da gibt es an der linken Seite eine Spalte, die allgemein die Internetwahl beschreibt. Informationen darüber, wie man wählt, und ein Video gibt es dazu auch. Da gibt es Informationen darüber, dass die Wahl geheim sein sollte und man alleine sein sollte, wenn man die Stimme abgibt. Das Ganze ist auf einer öffentlichen Infrastruktur aufgebaut. Es werden Hardware-Tokens verwendet für die Verschlüsselung. Dann gibt es zwei Feedback-Mechanismen für den Wähler. Nachdem man online gewählt hat, bekommt man ein SMS mit einer vier- oder sechsstelligen Zahl, mit der man auf einer Liste nachsehen kann, ob der eigene Wahlzettel dort enthalten ist. Das ist eines der grundlegenden Sicherheitsfeatures, sodass die Person nicht zum Wahlzettel verbunden werden kann und andersrum. Das Web-Interface gibt auch noch einen Hash der verschlüsselten Wahl. Die Idee, das war, eine Liste auf Hash sollte auf GitHub veröffentlicht werden, sodass während das Zählen, könnte man seinen Hash verifizieren und sehen, ob es in der Liste ist, die veröffentlicht ist. Und so, das war die Web-App, die lief von GNU Linux. Es ist eine Java-Applikation an der Backend, Java. In 2013, die Frontend war
HTML und JavaScript. JavaScript und HTML, HTML. Es war ziemlich viel JavaScript-Krypto, der da stattgefunden hat. Der Projekt hatte ein paar mehr Sicherheitsfeatures. Ich habe schon über die Feedback-Mechanismen gesprochen. Es gab auch Wahlmonitoren, die verfolgt haben, was die Leute da gemacht haben. Ich denke, ein Problem war, auf diese Verfahren war, die Wahlmonitoren wissen nicht zwangsläufig, was die Operatoren, die reintippen im System, das, was sie tun, weil die Interface ist ziemlich schwierig. Der Code-Source für die Wahlsystem war öffentlich. Es ist unter proprietärer Lizenz vom Regierung, aber zumindest haben sie das online veröffentlicht. Die haben schon Drittanbieter, Kontraktoren, um diese Lösung zu auditieren. Es gab Websicherheit-Tests am Frontend. Es gab die externe Review der Krypto, das war mein Job. Und es war eigentlich eine unabhängige Drittpartie-Implementation an das Zählmodul. Das heißt, die hatten zwei independente Implementationen der Zählsystem, die parallel am selben Datenset gelaufen sind. Also die Idee war, dass, falls irgendjemand versucht, das zu verfälschen an der Systemen, es würde trotzdem diese andere, der nicht sabotiert ist. Und das ganze technische System war monitort mit Splunk. Also die lokalen Logs wurden gesammelt zu einem anderen System in eine andere Sicherheitszone. Also die haben ziemlich viel darüber gesprochen. Und 5 Tage vor dem Wahl war ein Krypto-Bug. Und der Text sagt, das ist von einer norwegischen Zeitung, es gibt einen Fehler in der Kryption der E-Wahlen. Und was passiert ist, ist, dass die verschlüsselte Stimmzettel der Wähler, die haben eigentlich Informationen über den Plaintext wegen dieser Bug beinhaltet. Und wegen den Sicherheitslayers, TLS, SSL, die Wahlen waren gespeichert und ein sicheres System, hoffentlich, bedeutete, diese Informationen sollten nicht rauskommen. Aber ein Sicherheitslayer war kaputt. Und eine Kombination von Glück und Vorbereitung hat sichergestellt, dass keine Wahl eigentlich rausgeleakt ist. Aber wir werden nochmal über diese Bug ein bisschen später sprechen. Und was passiert 2014? Der Projekt beendet. Und die Regierung hat entschieden, nach einer Evaluation von politischen Wissenschaftlern, die haben sich die Aspekte der Verfügbarkeit und der Beliebbarkeit bei jungen Wählern angesehen. Die haben gefunden, dass Internetvoting war populär unter den Wählern, aber die Beteiligung hat sich nicht wirklich geändert. Und die Online-Wähler waren dieselbe Bevölkerungsschicht als die Wähler, die normal wählen. Also das Projekt wurde beendet und die BBC hat diese Geschichte, ein paar Tage später veröffentlicht. Und also das Pressrelease hat hauptsächlich betont, dass es Sicherheitsprobleme gab. Und es hat aber auch gesagt, dass viele Wähler keine Ahnung hatten vom Sicherheitsmechanismus im System. Und so die BBC hat es so dargestellt und die Regierung fand es nicht so, diese Angle nicht so toll, als hätte die BBC das missverstanden. Und es ist ziemlich interessant, was die norwegische Regierung hier sagt. Norwegen hat eine große Tradition, um Konsens zu suchen in alle Sachen, die politische, die Wahl angeht. Und wir hatten keine politische Wille um Internetvoting, bla 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 bla. Wir haben uns entschieden, keine öffentlichen Fonds für diese Ressource, für diese Pilot weiter zu verwenden. Und das ist der Statement, das der Regierung rausgebracht hat.
Internetvoting war kontroversial in die verschiedenen Stakeholder, aber es war auch ein sehr interessantes, wichtiges Thema. Nach den 2013 Wählen, es gab eine Änderung in Regierung und so in 2014, wenn die Evaluation fertig war, die Wahrheit ist keine große politische Wille. Aber es ist auch eine politische, ziemlich schnappig. Warum einfach Geld an diesem, diesem Pilot geben? Es hat nicht mit der Technologie zu tun. Es hat nicht mit den Fakten, die während der Experimente gefunden sind. Es ist einfach praktisch. Einfach. You have a nice excuse and you can use du hast einfach eine gute Entschuldigung. Du kannst das Geld woanders verwenden. Und so die nächste Sache, die ich jetzt schaue, ist, wie ist es zu diesem Experiment in 2013 gekommen? Dieser Timeslot ist nicht 100% richtig, aber das ist nah genug. In 2004, die Regierung damals hatte angefangen, eine Machbarkeitsstudie über elektronische Voting und Online-Voting, Online-Wahlen. Aber es gab nicht wirklich einen riesen Enthusiasmus, soweit ich weiß. Es war damals 2005, es gab eine Parlamentswahl und eine neue Regierung. Manche Parteien, es war eine Koalition mit drei Parteien, manche Parteien waren ziemlich interessiert mit Internetwahlen. Und dann, es gab Champions in Government, es gab diese Machbarkeitsstudie, die wieder hochgepoppt ist. Und alles kam von da und ging ins Rollen, kam ins Rollen. Ich habe ein bisschen in diese Elektronik-Manifests von 2005 geschaut und eine der Parteien sagte, Zitat, es muss einfacher zu sein, zu wählen. Studenten und Schüler können wählen, sollen wählen können, wo sie studieren. Es muss offen sein, elektronische Voting für alle Wähler. Zitat Ende. And so that was the, that und was in their das war deren Parteimanifesto in 2005. Und anscheinend haben sie es geschafft, diese Ball ins Rollen zu bringen, weil es gab Leute, die Bock darauf hatten. Und 2006 haben sie die Ergebnisse dieser Machbarkeitsstudie bekommen. Und das sagte einfach der State of the Art in 2006, 200 Seiten Report in Norwegen mit vielen Informationen über Erfahrungen mit anderen Ländern, zum Beispiel Estonien. Es hatte auch ein sehr, sehr hohes Bedrohungsassessment. Es betrachtete einfach Hacking allgemein. Aber das war 2004, 5, 6. Diese Studie wurde verbreitet und 2008, das kam alles ins Rollen. Die kriegten einfach Gelder, die haben einfach angefangen zu spezifizieren, die Use Cases, die Anforderungen. In 2009 haben sie einen Auftragnehmer gehabt, zwei eigentlich für verschiedene Systeme. Die Ziele an diesem Punkt war, mach einen Pilot und mit dem Prototyp, damit es bereit ist, 2017. Die initiale Version war fertig im Sommer 2011. Es ist witzig, weil ein paar Jahre und dann 2010 merken die Leute, wir werden Internetwahl nächstes Jahr haben. Das ist ziemlich interessant. Also, es gab ein bisschen öffentliche Debatte. Aber bei dem Punkt, die Mächte, die da im Rollen gekommen sind, waren schon so weit vorangeschritten, dass es war schon entschieden. Also es gab ziemlich viele skeptische Leute,
Und durch die politische Bank. Einer der meistbekannteste politische Kräfte in Norwegen war nicht ein Unterstützer von dieser Regierung, der das gemacht hat. Er hat gesagt einfach, Internetvoting ist gegen Menschenrechte. Auf jeden Fall. 2011 hatten wir lokale Wahlen. Da gab es einige, so wie immer, in dieser Art von Versuchen mit komplizierten technischen Systemen. Da gab es einige Bugs. Einige der Hauptprobleme waren eigentlich diese Rückmeldung auszudrucken. Und da gab es einige Fehldrucke. Und dann gab es diesen Fakt, dass da dieser Terroristanschlag einige Wochen vor den Wahlen war. Und die Server, auf denen wir die Wahl auch durchführen wollten, wurden als Teil des Tatorts runtergefahren. Und es war ziemlich unangenehm, an die Server ranzukommen. Am Ende gab es 27.500 Wähler, die übers Internet gewählt haben. Es war ein Erfolg. Und die Studie zeigt, dass die Internetwähler ziemlich ähnlich der gesamten Bevölkerung waren. Allerdings, in Norwegen gibt es einige Möglichkeiten, den Stimmzettel in verschiedenen Wegen zu verändern. Und viele der Internetwähler waren aktiver darin, den Wahlzettel zu verändern, weil es anscheinend einfacher ist, das im Online zu machen als in der realen Welt. Es gab 9 ungültige Stimmen. Ich weiß nicht genau, wie das passieren konnte, aber eigentlich ist das eine sehr niedrige Zahl. Normalerweise ist das so zwischen einem halben und 5% der abgegebenen Stimmen. So eigentlich, selbst mit in Papierwahlen, ist diese Zahl recht hoch. Nach 2011 wurde entschieden, das Projekt fortzuführen mit einem einzigen Softwareverkäufer. Wir haben einige technische Verbesserungen gemacht für bessere Anonymisierung unter anderem. Außerdem haben wir den Client verbessert, was 2011 ein Java-Applet war. Und dann haben wir gesagt, ein Java-Applet war nicht mehr wirklich cool. Also 2013 haben wir das gemacht mit JavaScript-Kryptographie, denn JavaScript ist wirklich cool. Und so 2013 waren wir da, wo wir wieder angefangen hatten, mit Wahlen in 12 Kommunen, mit mehr als 70.000 Wahlzetteln, die online abgegeben wurden. Und nach der Wahl gab es einen Wechsel der Regierung. Und es gab einige Dinge, die ziemlich gut gelaufen sind in diesem Versuch. Technisch hat das Funksystem sehr gut funktioniert, in dem Sinne, dass es keine signifikanten Performance- oder Erreichbarkeitsprobleme gab. Es gab einige kaputtgegangene oder ungültige Stimmzettel. Gab ein Audit der Logs, die gezeigt haben, dass nichts schiefgegangen ist. Es gab einige Probleme unterwegs, aber zumindest hat niemand irgendwas entdeckt, worüber sie vorher nicht überlegt hatten. Auf der anderen Seite, da gab es einige schwierige Teile. Da gibt es eine Balance zwischen Sicherheit und Verifizierbarkeit bzw. Testbarkeit. Zum Beispiel die Tatsache, dass es sehr schwer ist, Laufzeitüberwachung zu geben, wegen der Sicherheitsbedenken. Die Wahlzettel und die Rückmeldungscodes, da gab es einige Hardware-Artefakte.
Das Schlüsselmanagement ist ziemlich schwierig. Das ist ein großes Problem ist, dass die Wähler die Sicherheitsmechanismen verstehen und verstehen, was vorgeht. Es gab einige Menschen, die die Return-Codes geprüft haben und die Hashes sich angeguckt haben. Das ist verständlich. Auf der anderen Seite bedeutet das, diese Mechanismen zu haben, bedeutet nicht, dass die Menschen das auch verwenden. Es gab eine Phishing-Demonstration in 2011 als ein Experiment unter kontrollierten Bedingungen bei einem Universität. Da gab es diese Phishing-Seite, die genauso wie die richtige Seite ausgesehen hat. Und die haben versucht, Informationen über die Return-Codes von den Wählern zu bekommen. Und das ist das Schlüsselelement, das die das den Wähler zu der SMS verbindet in der Verifizierung. Das war kein Problem. Und das, denn Phishing funktioniert ja, richtig? Man hat diese Art von Problem. Man hat diesen ganzen Komplex über sichere Softwareentwicklung und ein Online-System zu fahren, um das sicher zu halten. Und das ist eigentlich ziemlich schwierig. Und jetzt, deswegen, vor der Wahl 2013, wurde entschieden, ein technisches Review zu machen. Der Quellcode war öffentlich. Es hat nicht besonders viel öffentlichen Rückmeldung gegeben. Nach der Tatsache, ich wurde daran erinnert an einen Heartbleed, wenn Heartbleed auftauchte dieses Jahr. Man hat in OpenSSL diesen sicherheitsrelevanten Code, der öffentlich ist. Aber die Schwelle, dass jemand tatsächlich darauf guckt, ist ziemlich hoch. Es gab einige Ausnahmen, zum Beispiel eben dieses Phishing-Experiment, über das ich gesprochen habe. Und es gab einen sehr wichtigen Code über die Codequalität. Es gab einige Wissenschaftler, die das durchgeführt haben, und die hatten einige Meldungen und die haben einige Sachen gefunden und haben festgestellt, dass der Quellcode vielleicht nicht besonders gut ist. Und sie wollten mehr Informationen haben. Und ich habe dieses Assignment bekommen, die kryptografischen Verfahren sich anzusehen. Es gab einige Beschränkungen in diesem Review. Eine der Beschränkungen war der Zeitrahmen. Es war Dezember 2013 und die Wahl war im September. Und wenn wir etwas gefunden hätten und etwas darüber dagegen machen sollten, war der Zeitrahmen ziemlich kurz. Es gab auch eine Begrenzung an der Manpower, weil ich war in Manpower von Norwegen und ich war alleine. Und man sollte vielleicht mehr Arbeit da reinstecken. Ich habe diese Aufgabe bekommen und wie sieht denn das jetzt aus? Okay, ich habe mir erstmal den Code vorgenommen und dann habe ich versucht, den Code zu bauen und habe festgestellt, dass der Code sich nicht bauen ließ. Und offensichtlich gab es da einige Zugriffsprobleme mit dem Repository. Es ist schön, das online zu haben, aber das war begrenzt und der Hauptfokus war nicht, das mitten im Sommer dort zu haben. Und dann habe ich in die Systemdokumentation geschaut und es sah so aus. Und so, es ist ein bisschen ein Problem, dass für Sicherheitssysteme, du willst das einfach behalten. Für Internet-Voting willst du das ein bisschen schwieriger machen, weil du willst alles getrennt halten. Also hier haben wir jede Menge Systeme, die verschiedene Dinge machen. Manche hier, große Komplexität hier. Und hier,
Du schaust den Code genau an. 200.000 Linien Zeilen Java. Und es ist Source Code. Das ist keine Kommentare, kein Leerzeichen, kein JUnit-Test. Und die Module, die nicht wirklich benutzt werden, die sind auch raus. Also das ist ziemlich groß. Es ist Code, das ist Teil des Projekts. Es sind keine Libraries. Das ist ungefähre Größe. Als ich das Quellcode geschaut habe, ich hatte Schwierigkeiten zu sehen, sei diese Java-Klasse Teil von der produktiven System oder nicht. Das war ein bisschen schwierig herauszufinden. Und ich hatte immer wieder dasselbe Problem. High-Level-Beschreibung des Systems, Source-Code, wie verlinkt man beide? Das war nicht besonders gut dokumentiert. Also nächste Sache ist, okay, du machst automatisierte Tools da drauf. Und das sind für Parts der Codebasis. Ich weiß nicht, ob ihr das lesen kann, aber mehrere hundert Bugs gefunden. Okay, das ist vielleicht nicht kritisch. Aber man merkt, dass die automatischen Tools wurden nicht proaktiv benutzt. Also das Schwierige ist, du kriegst so viele Warnungen, du kannst nicht sagen, welche ernsthaft sind und welche können ignoriert werden. Und sieht so perfekt. Nur von dieser Hochlevel-Analyse kriegt man eine Idee. Die Komplexität dieses Sicherheitssystems ist ziemlich hoch. So, um das zusammenzufassen von dieser Code Safari, was gefunden wurde, es gibt Schwierigkeiten mit der Trennung zwischen der Sicherheitslogik und der Businesslogik, also der Implementierung des Wahlprozesses. Wie früher gesagt, ich hatte Schwierigkeiten, das Mapping zwischen dem High-Level-Design und der Codebasis, weil die haben Dependency Injection benutzt. Es war schwierig, das Code zu lesen und zu wissen, was passiert, weil es gab in der Konfiguration so viele Abhängigkeiten. Im Grunde, es ist wirklich harte Arbeit, nur sich durch den Code durchzuwuseln. Und mein Fokus war nicht der Code selbst, aber die Krypto. Es gibt viele Krypto da drin. Sehr viele Niedrig-Level-Krypto. Es ist klar, dass die Entwickler, die das gemacht haben, die wissen schon vieles über Krypto. Aber wenn man diese Copy-Paste-Entwicklung hat, you have code all over the place. Also it's Code überall und es ist nicht konsistent. Und es ist schwierig zu auditieren. Es ist sehr schwer zu prüfen. Und dann kriegt man die Trennung zwischen etwas, was sehr sicher ist, offensichtlich, und etwas, was nicht sicher ist, kriegt man die Trennung nicht so ganz so scharf. Also ein Beispiel war, das kann ich vielleicht auch später erzählen. Es gibt auch ganz diese Enterprise-Software-Syndrom. Ich habe an große Enterprise-Software-Projekte gearbeitet und das sah verdächtig nach einem davon. Und es ist schwierig, dazu zu zwingen, dass Qualitätsmethoden durchgeführt werden in dieser Art von Codebase. Es ist schwierig zu sagen, was ist der richtige Qualitätslevel, was da durchgeführt werden soll. Schauen wir uns andere Bugs. Das ist Code in einer Methode Citrosymmetrically, um zu exporten zu einem zu einer Festplatte. Es ist ein Developer, der das gemacht hat. Die benutzen eine Encryption, die in Java verfügbar ist. Das ist vernünftig. Vielleicht wäre was anderes besser gewesen, aber es gibt einen Feedback-Mode, das ist interessant. Das ist nicht illegal. Was haben wir? Wir haben eine Iteration Count von 2. Das ist schwierig. Du brauchst etwas mit 10.000 Iterationen. Das Passwort wird sehr, sehr leicht zu knacken mit Brute Force. Die statische Vektoren.
Die Enkryption war nicht sicher. Man sollte wirklich keine statischen Vektoren benutzen zum Enkrypten. And so there's also so, an inconsistency here, and that's es gibt Inkonsistenzen. Feedback mode and PKCS7 padding, whereas elsewhere they're using das padding, CBC mode and PKCS5 padding. Benutzen sie CBC mode und PKCS5 padding. Es ist unterschiedlich. Ein anderer Bug verbunden mit dem Shamir Secret Sharing. Das ist wirklich sicher, wenn man es richtig implementiert. Es ist mathematisch, man kann es beweisen. Wenn es mit richtigen Random-Nummern und die richtigen Parameter gewählt werden, dann ist es mathematisch bewiesen, dass es unknackbar ist. Aber das ist eine Krypto-Vulnerabilität, die ausgenutzt werden kann. Aber wer weiß, man müsste es genauer anschauen. Es gibt ein paar Merkwürdigkeiten. Die benutzen MD5 an einer Stelle für eine temporäre File-Integrität. Aber die sagen, oh, das ist wirklich nicht wirklich wichtig an dieser Stelle. Und ich sagte, nein, aber er sollte trotzdem nicht MD5 benutzen. Es gab eine sehr merkwürdige Custom-Implementierung von Daten. Enveloping. Es gab Custom Code. Es war ein Audit Logger. Ich habe gesehen, dieser Secure Audit Logger ist nicht sicher gegen Abschnitt. Aber in diesem Fall, es war ein Problem, das kein Krypto-Problem war. Das war die haben Logs on the fly gesammelt. Und auch wenn man Logs am Server abschneiden kann, dann hat man trotzdem ein Problem. Die haben darüber nachgedacht, aber da. Während der Schlüssel generiert wurde, es gab sicherheitsrelevante Plaintext, was in der Festplatte geschrieben war. Na, das wäre auf einem sicheren Server, das wäre sowieso schwierig, daran zu bekommen, aber trotzdem. Und es gibt Secure Random, das nicht explizit initialisiert wird. Also man muss sich davon vertrauen, dass deine Java-Implementation richtig gesetzt ist. Und ein kritischer Encryption-Bug, das wirklich einen Einfluss auf den Wahlprozess hatte. Das war in JavaScript in einem Krypto-Client. Also nicht etwas, was ich auditiert habe, aber ehrlich gesagt, ich hätte es auch nicht gefunden, dass ich auditiert hätte, wenn ich auditiert hätte. Es ist ein Problem mit schlechter randomen Nummer. Und was es bedeutete, 30.000 Wahlzettel gehen durch dieselbe Randomität an der Stelle von verschiedenen Randomität. Das war ein Problem mit dem redundanten Wahlstimmenzähler. So, wrapping up some thoughts. Also zusammengefasst ein paar Gedanken. The stuff I did here was just a pure, was ich gemacht habe, war eine einfache Source Code Analyse. The system is really der System ist wirklich zu komplex, um so verifiziert zu werden. Um einen mehr realistischen Test zu machen, müsste man versuchen, herausfinden, welche Interface du benutzen kannst zum Spielen. Also, so denke ich nicht, dass jemand das getestet hat, die Widerstandsfähigkeit gegen Malware-Angriffe oder andere Eindringen. Es gab da einiges, das Projekt, haben wir darüber gesprochen, sie wollten das auf einem nationalen Level machen, aber für den Test haben sie einige Dokumentationen gemacht, aber das ging nicht durch den Verifikationsprozess. Es gab einige Probleme mit der späten Codelieferung und es gab diesen Freeze, und das wurde kritisiert von der OECD. Wie kann man die technische Community einbinden? Eine übliche Reaktion ist, nein, ich will daran nicht teilnehmen, ich möchte da nicht drauf schauen.
But it also means that aber das bedeutet auch, quite a high barrier to entry. Es gibt eine hohe Barriere, um da reinzukommen. Selbst für Techies, wenn du versuchst, da mit reinzukommen, dauert das ziemlich lange und es braucht sehr viel Arbeit, um zu verstehen, was da vor sich geht. Das ist schwer, damit zu arbeiten. Es wäre gut gewesen, wenn das Projekt Anreize geschaffen hätte, für Leute, um daran teilzunehmen. Es gibt auch eine Sprachbarriere. Selbst wenn die Quellcode-Dokumentation auf Englisch ist, sehr viel Diskurs und Kontext ist in Norwegisch. Und Norwegen ist ein kleines Land und die Leute verfolgen nicht unbedingt, was in Norwegen passiert. Und es ist ein bisschen unter dem Radar durchgeschlüpft. Und jetzt ist das jetzt das Ende von Internetwahlen in Norwegen für jetzt. Internetwahlen gruseln mich, aber ich habe ein bisschen gemischte Gefühle darüber. Das ist, glaube ich, ein ziemlich guter Versuch, das richtig hinzukriegen. Wir haben das Wissen nicht verloren, die Leute, die daran gearbeitet haben. Und als ich diesen Talk versucht vorzubereiten habe, wurde es immer schwerer, die Dokumente zu finden, weil die Links veraltet sind. Wir haben jetzt elektronische Wahlen in Norwegen und das wurde noch nicht so stark von der Community angeschaut. Internet und elektronische Wahlen sind auf der Agenda woanders auch. Und das war's jetzt von mir. Ich danke euch, dass ihr da wart. Okay, now we have, und jetzt haben wir noch etwa 10 Minuten für Fragen und Antworten. Wenn ihr Fragen habt, stellt euch bitte an die Mikrofone. Haben wir Fragen vom Internet? Ja, haben wir. Ja. Nachdem die Wahl. Wie kann man die Wähler davon abhalten, Stimmen in der nächsten Wahl wieder abzugeben? Und also die Frage war, die Return Codes, die gesendet wurden per SMS, ändern sie sich während der Elektion? Ob das eine Möglichkeit von Wahlverkauf anbieten würde? Ich glaube nicht. Ich habe diese Voting Card nicht gesehen. Die wurde nur gegeben in die Kommunen, wo sie diese Experiment durchgeführt haben. Mein Verständnis war, es war ein Unique Random Code für jede Partie an dem Stimmzettel und der für diese Wähler gültig war, die er dann per SMS bekommen hat. Und dann könntest du der SMS mit dem Papier gegenüberstellen. Und ich habe nicht wirklich viel Zeit verbracht, diese Szenario durchzuprüfen. Ich denke, das größte Safeguard war, du könntest immer wählen on Election Day an einem Papier ankreuzen. Also auch. Bitte die rausgehen, ruhig sein. Haben Online-Wähler für unterschiedliche Parteien gestimmt als die normalen Wähler? Denn das könnte das Ende des Projektes ja erklären. Die Frage, ob die Online-Voters haben für andere Parteien als die Offline-Voters. Und soweit wir determinieren könnten, die Antwort ist nein. Die Statistik hat gezeigt, die waren sehr ähnlich, sowohl national als auch lokal in die verschiedenen Kommunen. Also es war nicht ein signifikanter Unterschied, der nicht erklärbar wäre mit anderen Faktoren. Okay, question from one. Yeah, I'm just wondering if was there any attempt or what was the procedure when war die Prozedur für die Auswahl
wer das System bauen sollte, im Vergleich dazu, wer das programmieren sollte, wer waren die Menschen, die da involviert waren, was waren die Faktoren in dem Auswahlprozess. Denn man könnte sagen, das ist ein ziemlich sensitives System. Die Sicherheitssysteme wollen vielleicht in die Programmierung schauen. Der Zufallszahlengenerator, da wäre ziemlich einfach, da reinzukommen, wenn man weiß, was man tut. Also die Frage, gab es eine Evaluation von den Gesellschaften, die Kompanien, die diese Software-Implementation gemacht haben? Ich weiß nicht. Die Hauptkompanie, die das gemacht hat, die Hauptfirma, war nicht Norweger, aber ich werde sie nicht nennen. Aber das ist alles öffentlich, das könnt ihr online finden, aber ich werde jetzt keinen Namen geben. Aber ob die nationale Sicherheitsagenturen das geprüft haben, weiß ich nicht. Es gab fünf Firmen, die für diesen Kontrakt sich beworben haben. Ich weiß nicht viel über diesen konkreten Prozess der Auswahl. Hi. First of all, thanks for the talk. Erstens, danke für den Talk. Das war sehr interessant. Ich habe eine Frage. Du hast erwähnt, dass da 9 ungültige Stimmen waren. Wenn ich eine Papierwahl habe, dann kann ich das absichtlich ungültig machen. Und diese 9 ungültigen Stimmen, war das, weil man weiß es nicht, oder hat das jemand, weil da jemand 3 Kreuze statt 2 gemacht hat? The question was about those invalid ballots in 2011. That's a very interesting question. I don't know. I also didn't find any numbers for 2013 regarding whether any ballots were invalid. I'm really not sure what happened there. Okay, thank you. Okay, one question from the internet. Eine Frage aus dem Internet. Gab es da irgendwelche Studien von Nutzern oder Wählern, ob die das Sicherheitssystem verstanden haben? Oder gab es da irgendwelche Berichte im Englisch? Also die Frage war, haben die Benutzer, gab es Studien, ob die Benutzer die Sicherheitsstandard verstanden haben, und gab es eine Studie in Englisch? Die Antwort ist ja zu beidem. Die meiste technische Dokumentation über die System ist verfügbar in Englisch, und auch ob die politische Wissenschaft, das ist vielleicht nicht in Englisch verfügbar. Es wurde mehrere Benutzerstudien, Benutzbarkeit Studien und auch Verhaltensbeobachtung, Verifikationsmechanismen. Ich denke, ist auch der Ursprung zu der Tatsache, dass ein paar Wähler haben das geprüft, aber nicht viele. Wie viel Prozent der Wähler sollen diese manuelle Verifikation, um eine statistische Garantie zu haben? Ich weiß nicht. Okay, from number two. Gibt es da einige Gegenmaßnahmen gegen einen Inside-Angreifer? Kann der Wähler verifizieren, ob da keine zusätzlichen Stimmen abgegeben wurden oder hinzugefügt wurden? Ich denke, die Wähler könnten prüfen, solange sie bekommen ein SMS für diese Nummer. Aber für Insider-Attacken, wir hatten Beobachter und auch die Tatsache, dass sie diese geheime Schlüssel verteilen, benutzt haben. Es gab auch Zugriffskontrolle und so weiter und so fort. Also es gab eine physische Sicherheit an dem Standort selbst. Ich habe mich gefragt, ob Sie tatsächlich auf andere Systeme, die bestehen, geguckt, oder ob du dir andere Systeme angesehen hast. Und vielleicht im Allgemeinen, glaubst du, dass es eine gute Idee ist, zu versuchen, ein System zu entwickeln, das nicht diese Fehler hat? Die Frage ist,
ob ich mir andere Systeme geschaut habe, ob Sie andere Systeme geschaut haben, ist es eine gute Idee, das zu tun? Der Projekt hat sich schon andere Systeme angeschaut, sowohl in 2006 während die Machbarkeitsstudie, als auch vorher, bevor der Start des Projekts. Ich hatte nicht die Gelegenheit, andere Systeme zu schauen, als ich mir das angeschaut habe, weil ich hatte wenig Zeit. Aber natürlich, es ist mir alles sehr bekannt, diese E-Voting in Estonien ist mir bekannt. Persönlich, ich denke nicht, dass es eine gute Idee ist, weil ich denke, diesen Message rauszubringen, man muss auf ein technologischer, aber auch Richtlinienpolitik Eine letzte Frage von Mikrofon 2. Ja, ich habe mich gefragt, ob du irgendwelche Ideen hast über Änderungen in der im Sprachflow oder und wie sich das auf den auf die Codequalität auswirkt. Ich denke, von meinem Standpunkt als ein Kryptographer und Ingenieur, meine Perspektive wäre zu versuchen, zu isolieren und enkapsulieren der kryptografische Kryptocode so viel wie möglich. Mehr allgemein gesehen, für hohe Softwarequalität, für hohe Codequalität, ich bin wahrscheinlich nicht die Person, die diese